Die SVS-Fußballer empfingen diesmal im Rudolf-Tonn-Stadion den Tabellenzweiten SC Pandorf. Ein ruppiges, von den Burgenländern sehr faul geführtes Spiel mit wenig echten Chancen auf beiden Seiten. Das alles entscheidende Tor fiel denn auch exakt in der allerletzten Spielminute der ersten Halbzeit. In der 25. Runde der Regionalliga Ost empfängt der SV Schwechat den SC ESV Parndorf. Die Hausherren beginnen gut, lassen sich von dem zweiten Platz der Parndorfer nicht einschüchtern und spielen gute Chancen heraus, wie hier durch die Nummer 6, Leo Trimsali. In der Anfangsphase der Partie bleibt der SV Schwechat angriffslustig. Manuel Supper nimmt diesen Eckball Volley. Der Schuss, wie auch der anschließende Eckball, führt jedoch zu keinem Resultat. Eine Viertelstunde nach Spielbeginn zeigen die Parndorfer dann, wie gefährlich sie sein können. Mario Rasic köpfelt den Ball nur wenige Zentimeter über das Tor. Kurz vor der ersten Halbzeit kommt es zu einer Standardsituation für Parndorf. Schwechat bekommt den Ball nicht unter Kontrolle. Die Nummer 10 von Parndorf kommt frei zum Schuss. Goli Metznik bekommt den Ball nicht aus der Gefahrenzone heraus. Und somit bringt Sascha Steinacher seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Jetzt bin ich auch durch. Der Mittelfeldspieler feiert in wenigen Tagen seinen 30. Geburtstag. Nach der Halbzeit versucht Parndorf seine Führung auszubauen. Gute Hereingabe, zu ungenau jedoch der Schuss von Martin Babic. Wenige Minuten später versucht es Christian Thonhofer mit einem Weitschuss. Er scheitert jedoch am Braustädter Tormann. Mario Töpel hat sich bei dieser Aktion verletzt, kann aber kurze Zeit später weiterspielen. Die Burgenländer sind weiter auf Sturmkurs. Hier vergibt Sascha Steinacher nur knapp. In der Schlussphase des Spiels versucht Peter Benes mit seinem Stoßgebet seine Mannschaft voranzutreiben. Schöner Pass von Matthias Svoboda auf Denis Dolov. Kein Problem jedoch für die Parndorfer Nummer 1 im Tor. Die letzte Chance in dieser Partie hat aber der SC Parndorf. Gute Übersicht zeigt Stürmer Mario Rasic, der Schuss jedoch zu unpräzise. Somit bleibt es beim 0:1 zwischen dem SV Schwechat und dem SC Parndorf. Peter Benes über den starken Gegner aus dem Burgenland. Parndorf ist nicht umsonst die beste Mannschaft der Liga derzeit. Für mich auch klar besser derzeit wie Rietzing. Sie haben einen Lauf mit 7 Siegen hinter sich, haben alle Gegner quasi abgeschossen. Und haben heute gegen uns mit einem glücklichen Tor oder mit schweren Eigenfehler von uns 1:0 gewonnen. Für uns ist bitter, dass wir noch zwei sehr gute Auswärtssiege jetzt gegen Mattersburg und Austria heute auch zumindest ebenbürtig waren, glaube ich, und dann leider unglücklich 1:0 verloren haben. Das war ein gutes Regionalligaspiel von beiden Seiten. Sehr Laufbereitschaft. Schwächer ist eine gute Mannschaft, hat guten Lauf. Ich glaube, wir haben mehr Chancen gehabt wie die einheimische Mannschaft. Leider haben wir das zweite Tor nicht nachgelegt. Und natürlich, das ist immer brandgefährlich bis 90. Minute. Wenn du führst 1:0, kann da immer was passieren. Also das ist im Fußball. Also wir haben aber verdient gewonnen. Trotz Bemühungen ist dem SV Schwechat an diesem Spieltag somit kein Höhenflug gegen den SC Parndorf gelungen und Schwechat belegt in der Tabelle den 7. Platz.